Grüezi, mein Name ist Lucia Osterwalder. Ich bin Co-Präsidentin der eidgenössischen Initiative Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot, Ja zu Forschungswegen mit Impulsen für Sicherheit und Fortschritt. Die Fragen, welche Eltern stellen, die zum Beispiel ein schwer krankes Kind haben, die nehme ich sehr ernst. Eine Frage ist zum Beispiel, wir brauchen doch Tier- und Menschenversuche, damit mein Kind gesund werden kann. Soll ich es einfach leiden und sterben lassen? Das Problem ist folgendes. Wenn Sie als Betroffene das Gefühl haben, dass irgendein Tier bezüglich Gene, Stoffwechsel, Zellen, Darmbakterien usw. Ihrem Kind näher ist als Sie, oder wenn Sie auf die Idee kommen, es ist ja noch ein Geschwisterkind da, an dem irgendetwas erfolgreich ausprobiert werden könnte, dann muss ich Sie enttäuschen. Solches ist ethisch ein Verbrechen und es ergibt wissenschaftlich keinen Sinn. Selbst eineiige Zwillinge brauchen manchmal unterschiedliche Medikamente. Genetik gibt vieles vor, aber die individuellen Erfahrungen mit der Umwelt bestimmen, wie die Gene des Kindes reagieren. Stichwort Epigenetik. Deshalb kann niemand durch Vergleiche vorhersagen, wie ein individueller Organismus reagiert. Nach den Erfahrungen mit Tierversuchen sind solche Vorhersagen meistens falsch. Die Forschung muss ganz andere Wege gehen und auch wir müssen diese queren Gedankengänge verlassen und neue Wege gehen. Wege, die eigentlich uralt und bewährt sind. Jedes Symptom hat Ursachen und es gilt, diese Ursachen zu finden. Leben, Gedeihen und Sterben untersteht Naturgesetzen. Es gilt, diese Naturgesetze lernen zu verstehen. Es gilt, echte Verantwortung zu übernehmen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Kraft in dieser Zeit. Ich bitte Sie, stimmen Sie Ja für ein Tier- und Menschenversuchsverbot. Vielen Dank.